Geehrte Geschwister, Alhamdulillah, wir spüren es in uns, wir spüren es um uns herum, in der muslimischen Gemeinde, in der Gesamtgesellschaft, in verschiedenen Bereichen. Das Level an Prüfung ist gestiegen. Das Level an Prüfung ist gestiegen. Wir wollen also heute nochmal eine Vertiefung, eine erinnernde Vertiefung an das islamische Prüfungsmanagement miteinander durchgehen. Speziell an einem Beispiel, was nun seit Tagen mehrfach täglich aktualisiert, uns beschäftigt, was mehrere Kontinente beschäftigt. Ich meine, dass nur ein einziger bisher ausgenommen ist. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wie Imam Bukhari verifizierte, إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. Wenn ihr davon hört, dass eine Seuche, eine Epidemie, ja, eine Pest ausgebrochen ist in einem Land, so betretet dieses Land nicht. Und wenn ihr euch in diesem Land befindet, wo die Pest, die Seuche, Ausbreitung gefunden hat, / Epidemie, alles, was diesen gleicht, dann verlasst dieses Land nicht. Ja? Aus diesen prophetischen Worten lässt sich der Grundsatz der Quarantäne ableiten, geehrte Geschwister. Jedoch haben unsere Großgelehrten, die dazu berechtigt sind, einen Versuch zu unternehmen, die prophetischen Worte zu verstehen und auch für uns Laien zu übersetzen, diese Großgelehrten, darunter Imam Ibn al-Hajar al-Asqalani und Imam an-Nawawi, sie haben gesagt, dass diese Anweisung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nicht absolut zu nehmen. Ja? Es gibt also Gründe, warum man dann ein solches Land verlassen darf. Ja? Fest steht, wie Allah Ta'ala im Koran uns anbefohlen hat, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Und tötet euch nicht, beziehungsweise und tötet euch nicht gegenseitig, denn Allah Ta'ala ist euch stets gegenüber barmherzig. Das heißt, in welcher Lage wir uns jetzt befinden, ja, dürfen wir ausreisen, dürfen wir in bestimmte Länder reisen, dürfen andere aus Ländern ausreisen, ja, welche öffentlichen Veranstaltungen dürfen wir noch besuchen oder sollen wir lieber vermeiden, ab wann wird vielleicht ein Muss daraus, etc. Das muss genau geprüft werden. Und dazu können die Religionsgelehrten allein auch nicht eine Aussage treffen, sondern in Zusammenarbeit, ja, in einem interdisziplinären Team, in Zusammenarbeit eben auch vor allem mit Medizinern, und zwar Fachleuten in diesem Feld. Das Wort des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt uns hier die religiöse Basis, als er sagte, Antum adra bi umuri dunyakum. Ihr könnt euch besser in euren weltlichen Angelegenheiten aus. Ja? Das sagte er, wie Imam Bukhari unter anderem überlieferte, in Zusammenhang damit, dass er die Beihilfe zur Befruchtung in Bezug auf die Dattelpalmen, ja, zunächst kritisch betrachtete, und als dann die Ernte schlechter ausgefallen ist, wurde er darauf angesprochen und hat gesagt, wenn ich euch etwas in der Religion auferlege, dann nehmt es an, aber in euren weltlichen Angelegenheiten wisst ihr besser Bescheid. Das heißt, da warten wir mit einer gesunden Haltung ab. Und über diese gesunde Haltung, liebe Geschwister, möchte ich anhand prophetischer Worte noch mehr sprechen. Bi'idhnillah. Subhanallah, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in Bezug auf, ja, die Pest, auf Seuchen, sagte er,
فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. Dass also eine solche, eine Pest von Allah als Barmherzigkeit geschaffen wurde für die Mu'minin. Dazu brauchen wir gemeinsam allerdings die richtige Einstellung. Und inshallah werden uns die folgenden Worte dazu verhelfen. Allahumma amin. Zunächst einmal, Allah Ta'ala, er versprach, وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Wenn ihr dankbar seid, so gebe ich euch mehr. Und eine solche Prüfung, geehrte Geschwister, sie erinnert uns an das damalig Selbstverständliche. Rückwirkend sind wir dankbar dafür. Und in der Gegenwart sind wir vielleicht aufgrund von kleinen Anlässen bereits glücklich. Ja, wenigstens haben wir das. Dass der Mensch auch das Positive in einer solchen Lage sieht, damit er überhaupt überleben kann. Ja, wir kennen es, dass manchmal Menschen in schwierigen Situationen auf einmal in Gelächter verfallen, auf einmal lachen müssen, auf einmal lächeln müssen. Ja? Das ist eine Barmherzigkeit Allah Ta'alas, dass man die Situation auch handhaben kann, geehrte Geschwister. Das heißt, eine Barmherzigkeit für die Mu'minin, weil sie werden in dieser Prüfung dazu finden, Allah Ta'ala noch dankbarer zu sein. Vielleicht auch rückwirkend dankbarer zu sein. Und auch in Bezug auf die Zukunft dankbarer zu sein. لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Ja, Allah Ta'ala, er prüft diejenigen, die Iman haben. Ja, nicht nur die Mu'minin, allgemein jeder, der eine Portion an Iman verinnerlicht hat. Und sei sie so gewichtig wie ein Atom oder sei sie so gewichtig wie, ja, wie ein großer Teil des Universums. Jeder, der Iman hat, wird von Allah Ta'ala geprüft. Imam al-Qurtubi, er führte diese Worte weiter aus und er sagte, dass aufgrund dieser Prüfung Allah Ta'alas, ja, mahasa yumahisu, als ja, er prüft, dass er aufgrund dessen die Strafe, die mit bestimmten Fehlverhalten einhergeht, dass er diese Strafe hinwegnimmt. Aber nicht nur die Strafe hinwegnimmt, geehrte Geschwister, sondern wie Imam al-Qurtubi auch erklärte, sondern auch das Herz reinigt. Man bleibt also nicht dieselbe Person, nur dass man eben keine Strafe von Allah Ta'ala bekommt aufgrund eines Fehlverhaltens, eines bewussten Fehlverhaltens, sondern das Herz wird dadurch reiner. Und das wird deutlich, wenn es um das Thema Dankbarkeit geht. Denn wir sind auch eine verwöhnte, ja, über die Maßen hinaus verwöhnte Generation. Bei all unseren Prüfungen, die wir haben. Dass also unser Herz Reinigung von Allah Ta'ala dadurch erfährt. Auch, geehrte Geschwister, findet man zu einem entspannten Schicksalsverständnis. Ja, was der Prophet auch von uns forderte, sallallahu alaihi wasallam, فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُونِ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرَ الشَّهِيدِ. Ja, der Prophet sagte also, sallallahu alaihi wasallam, dass es keinen Diener gibt, der von der Seuche betroffen ist und dann an seinem Wohnort verharrt, geduldig, ja, also mit Sabr. Nicht jemand, der den ganzen Tag jammert. Der hat keinen Sabr, ist ein Jammerer. Jemand, der geduldig, ja, geduldig, verharrt und muhtasiban. Das heißt, er rechnet mit dem Gewinn. Warum? Weil er sieht das Jenseitige. Wir haben viel über das Jenseits gesprochen, die letzten Wochen, und über die Stufen derjenigen, die quasi das Jenseitige so wahrnehmen können, als sei es diesseitig aufgrund ihrer Überzeugung, ja, aufgrund ihrer beständigen Überzeugung, ja, muhtasiban, das heißt, sie sehen, ja, sie stellen sich das vor, aufgrund der Worte vom Propheten Muhammad, aufgrund der Versprechungen, die Allah Ta'ala in seinem letzten Wort festgehalten hat und die er sowieso niemals bricht, sieht man, oh, es läuft, ja, Belohnung kommt aufs Konto, Alhamdulillah. Ja, die Waagschale der guten Taten, die wird immer schwerer.
Außer dass was passiert? Und er weiß, ja, also er ist geduldig und er rechnet mit Belohnung und er ist in einem Zustand des Wissens, dass ihn nur das trifft, was Allah Ta'ala für ihn geschrieben hat, nicht gegen ihn geschrieben hat. Wieder diese Formulierung, ja, إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ und nicht عَلَيْهِ. Ja, wir haben das aus dem Koran, ja. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Ja, wir sollen sagen, ja, uns trifft nichts außer das, was Allah für uns als Geschenk, ja, macht eine Klammer auf, als Geschenk für uns geschrieben hat. Außer, dass diese Person die Belohnung gut geschrieben bekommt, des Märtyrers. Hier steht nicht, dass er daran sterben muss, geehrte Geschwister. Der Wortlaut dessen, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, umfasst eine geduldige Person, die sich an die Anordnung des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, hält und an seinem Wohnort verharrt, geduldig, ja, ohne zu jammern, mit Belohnung rechnend und wissend, dass nur das ihn trifft, was Allah Ta'ala für ihn geschrieben hat. Außer, dass er bereits dadurch die Belohnung des Shahids gut geschrieben bekommt. Subhanallah. Ja. Was für ein wundervolles Schicksalsverständnis. Diese Entspanntheit, die damit einhergeht. Ja, und dieses Hamsterrad, in dem wir uns in der Dunya befinden, ja, wir strampeln und wir rennen und wir rennen und wir rennen und wir rennen und wir rennen. Aber wir kommen keinen Zentimeter voran, stimmt's? Ja, weil wir sind in diesem Rad gefangen. Aber derjenige, der ein richtiges Schicksalsverständnis hat, der strampelt sich nicht ab, sondern er kommt voran. Er weiß, was ist in seiner Kontrolle und was ist außerhalb seiner Kontrolle. Und was ist sowieso, und das ist alles ständig unter Allahs Kontrolle. Und das gibt einem das Gefühl von Entspanntheit. Alhamdulillah. Möge Allah Ta'ala uns dieses Gefühl eröffnen. Allahumma Amin. Aber wir wissen schon, aus wie vielen Worten des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, aus dem gesamten Koran-Verständnis, dass unsere Überzeugungen in Bezug auf das Schicksal immer damit einhergehen, dass wir aktiv sind. Ja? Wir binden also unser Kamel an und vertrauen dann auf Allah, dass es nicht abhanden kommt, ja, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gesagt hat. Ja? Das kennen wir. Ja? Binde das Kamel an und vertraue auf Allah. Es ist nicht entweder oder, sondern es ist beides. Was können wir also jetzt tun in einer Zeit? Auf entspannte Art und Weise. Wir können uns auf entspannte Art und Weise vorbereiten. Und das ist auch ein religiöses Gebot. Der Prophet sagte, oder über den Propheten wird berichtet, wie Imam Bukhari, bisher war alles Bukhari gewesen, geehrte Geschwister. Es wird über ihn berichtet, dass er zu einem Zeitpunkt einmal einen Jahresvorrat an Essen für seine Familie vorbereitet hat. Und damit kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch der groben Lektion aus Surat Yusuf nach. Ja, wir lernen ja auch aus dem Beispiel der anderen Propheten, weil Allah Ta'ala die Prophetengeschichten ja nicht zur Unterhaltung herabgesandt hat, geehrte Geschwister, sondern dass wir daraus Lehren ziehen. Und zu den Lehren aus der Geschichte Yusuf alaihi as-salam, der wahren Begebenheit, so wie sie Allah Ta'ala auch berichtet, zählt, dass man sich in den guten Zeiten für die schlechten Zeiten vorbereitet. Ja. Das heißt, das gute palästinensische Olivenöl, geehrte Geschwister, was wir bei uns im Infoladen zu einem Schnäppchenpreis verschenken quasi, ja, ist kein Verkauf, das ist ein Geschenk. Ja. Und also haltbares Essen, ja, was man in Dosen kaufen kann. Warum soll man keine Vorräte anlegen? Einfach so, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das so vorgelebt hat. Ja? Und nicht nur an sich denken, vielleicht auch an
diejenigen Nachbarn und Freunde denken, die vielleicht ein bisschen vernachlässigen. Ja? Und wenn es dann benötigt ist, dann hat man auch für andere gleich ein bisschen vorgesorgt. Und das kann man dann auch in das Dankbarkeitsprogramm einbauen, weil irgendwann, wenn man das alles geholt hat, und das ist, muss man ja auch managen, was ist ein halbes Jahr haltbar, was ist 10 Monate haltbar, was ist 2 Jahre haltbar, und dann guckt man immer mal wieder in die Kamera rein, hey, wir müssen mal wieder ja, eine Dose Hummus aufmachen oder eine Dose Bohnen aufmachen. Und dann, wenn wir so 1-2 Tage in der Woche haben, wo wir so Mahlzeiten vorbereiten, aus der Dose quasi heraus oder zumindest als Beilage, dann sind wir vielleicht auch wieder dankbarer dafür, wenn frisch gekocht wird. Aber manche erwarten ja 2 frisch gekochte Mahlzeiten täglich. Subhanallah. Gerade in Bezug auf Ramadan sage ich, wie viel Zeit verschwenden wir beim Einkaufen und in der Küche? Ja, das wird ja alles gern gemacht. Ja, aber man kann und soll und muss auch viel Wichtigeres auch im Ramadan machen. Ja, besser man verteilt das auf das Jahr, anstatt diese Bonusrunde, ja, diesen segensreichen Monat, wie gesagt, im Auto und in den Einkaufsmärkten und dann in der Küche sich aufzuhalten. Ja, und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, ja, dass derjenige, ja, at-ta'unu shahadatun li kulli muslim, ja, dass derjenige, der an einer Seuche stirbt, an einer Pest stirbt, ja, der Muslim, der ist auch als Märtyrer gestorben, ja. Das heißt, was passiert, geehrte Geschwister? Ja, wir bereiten uns vor, aber wir sehen darin auch das Schöne. Wir verfallen nicht in Panik, wir verfallen nicht in Angst, wir werden nicht depressiv, wir bekommen keine Untergangsstimmung, sondern ja, wir bereiten vor. Warum? Weil der Prophet Muhammad auch vorbereitet hat und weil wir auch an andere denken und wir wollen unsere Dankbarkeit tagtäglich erhöhen. Und wir sehen, dass Allah Ta'ala nicht nur Strafe dadurch von uns abwendet, sondern dass er auch dadurch unsere Herzen reinigt. Alhamdulillah. Allah Ta'ala sagt im Koran, Surat Al-An'am, die 6. der Abfolge nach, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Wir haben ja schon zu Gemeinschaften vor dir, ja, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gesandt und über sie Not und Leid kommen lassen, auf dass sie unterwürfig flehen mögen. Ist es nicht so, dass wir ja, in einem Zeitalter angekommen sind, was so fanatisch wissenschaftsgläubig ist, dass es Krankheit und Gesundheit lediglich materiell betrachtet? Keine spirituellen Elemente mehr sieht oder auch zur Anwendung kommen lassen möchte und sei es parallel und sei es begleitend. Ja? Man redet ja in der Gesellschaft nicht umsonst von den Göttern in Weiß, ja? Weil es tatsächlich diese Kultur gibt, diese Einstellung gibt. Ja? Das sind die Menschen, die heilen, die über Heilung und Krankheit und Genesung verfügen. Und was lehrt uns, subhanallah, dieses Phänomen, was wir nun erleben? Es schenkt uns wieder gesunde Demut. Ja? Das Land, was technologisch ja, wohl am fortgeschrittensten ist, zumindest irgendwo unter den Top 5, hart mit den anderen konkurriert. Ja? Dort fing es an und dort breitete es sich aus. Und bisher, welches Land auf Erden, welches Gesundheitssystem, welche medizinische Schule konnte bisher die Lösung, die Heilung liefern? Und die Heilung wird es nicht geben, geehrte Geschwister. Es wird Behandlungsmöglichkeiten geben. Aber der Heilende, Ash-Shafi, ist einer seiner Namen,
gemäß sehr vieler Gelehrten. Ash-Shafi, das ist Allah. Von ihm kommt Ash-Shifa. Vom Arzt kann Dawa kommen, kann die Medizin kommen oder vom Pharmazeuten. Aber Ash-Shifa kommt von Allah Ta'ala. Und es ist wichtig, dass wir uns wieder auf unsere Ohnmacht besinnen. Das war vielleicht nötig, weltweit mal, damit wir durch unsere Ohnmacht wieder zur Allmacht Allah Ta'alas gelangen. Das ist damit gemeint, wenn einige Sufis, schwieriger Begriff, ja, sprechen wir lieber von Seelenreinigung, At-Tazkiyah, ja. Aber das ist das, was einige Menschen, die sich in der Seelenreinigung vertieft haben, meinten, als sie sagten, erkenne dich selbst, dann wirst du Gott erkennen. Ja, ist natürlich nicht blasphemisch zu verstehen, ja, durch eine Gleichsetzung, sondern erkenne deine Ohnmacht und dann wirst du zur Allmacht Allah Ta'alas gelangen. Weil Allah Ta'ala schickt Not, Allah Ta'ala schickt Leid. Uns eine Therapie gebend, damit wir wegkommen, ja, von unserer Selbstbezogenheit, von unserem Selbstbewusstsein, von unseren, ja, Macht- und auch Allmachtsfantasien, ja. Weil wo sind jetzt die Götter in Weiß? Ja? Wo stehen sie so da und sagen, ja, wir, ja? Heute, wir geben keine Interviews und Test und oh, wir sind alles überfordert. Sogar hier in Deutschland überfordert. Subhanallah. Im Land von, ja, DIN A4 und DIN A3 und wo alles seinen Prozess hat, alles definiert ist. Subhanallah. Zu Allah Ta'ala flehen. Wieder in eine Beziehung zu ihm treten. Ja? Und wenn wir das auf gesunde Art und Weise machen, wenn wir sagen, hey, Subhanallah, das ist das, was ich gerade gebraucht habe. Das ist eine Rahma. Wenn der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, dass eine solche eine Rahma ist für die Mu'minin, dann ist das die absolute Wahrheit, geehrte Geschwister. Wir müssen nur diese Einstellung, die richtige Einstellung finden, um diese absolute Wahrheit auch zu spüren, zu verinnerlichen, sagen, hey, gut, dass uns das jetzt passiert. Wofür ist das gut? Ja? Wir finden wieder zu unserem Schöpfer. Allahumma amin. Lass uns an dieser Stelle Allah Ta'ala um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Geehrte Geschwister, einige Ratschläge an mich. Mich haben auch liebevolle Beiträge eurerseits erreicht. Mohammed, wie geht's dir? Ist alles okay? Was kann ich für dich tun? Ja, ich bete für dich, wir beten für dich, ja? Ratschläge an mich, Ratschläge an euch, Nasiha, etwas, was vom tiefsten Herzen kommt, in der Absicht, Gutes zu tun. Allah Ta'ala erinnert uns im Koran daran, woran wir uns festzuhalten haben, wenn wir geprüft sind. Das heißt im Koran, in Al-Baqarah, die 45. Aya, واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Und sucht Hilfe oder nehmt euch zu Hilfe das Folgende. As-Sabr, ja, dass man geduldig ist, standhaft ist. Und mit Sabr ist auch das Fasten gemeint. Auch der Prophet Muhammad nannte das Fasten As-Sabr. Deswegen, wenn man diese Aya studiert, die Koran-Kommentatoren sprechen von der Charaktereigenschaft Sabr, sie sprechen aber auch vom rituellen Fasten.
Und das hilft einem. Fasten, was bedeutet Fasten? Fasten bedeutet, dass die Gefühle auch kontrollierbarer sind. Man begibt sich in einen Zustand, wo man nicht mehr so leicht beeinflussbar ist. Man ist erstmal in sich selbst ruhend. Das weiß jeder, der schon mal gefastet hat, in irgendeiner Form, ob jetzt rituell, islamisch oder nach einer gewissen medizinischen Schule, was ja auch mit dem Islam kompatibel ist, aber niemals das Pflichtfasten ersetzen könnte. Das weiß jeder. Und derjenige, der nicht gefastet hat, den kann man es auch nicht erklären. Honig muss man schmecken, ja, und nicht studieren. Und As-Salah. Dadurch soll man sich Hilfe holen. Und wenn man das nicht kann, dann gibt Allah Ta'ala einem einen Hinweis, ja, dass dies eine große Angelegenheit ist oder etwas Schweres ist, außer für diejenigen, die demütig sind. Das heißt, wenn wir unsere Demut erhöhen, was ja auch in Krisenzeiten mit uns irgendwo automatisch passiert, beziehungsweise wir empfänglicher dafür sind, für solche Lektionen, dann fällt uns auch wieder das Fasten leichter und die Geduld leichter und das Gebet leichter. Ja? Und nicht nur das Bittgebet, sondern auch, ja, subhanallah, was Salah einem auch ermöglicht. Ich rede jetzt vom rituellen Gebet. Das Ausrichten, ja, das auch mal gerade stehen. Weil stehen tun wir den ganzen Tag. Aber wie stehen wir im Gebet? Wir stehen gerade, weil wir aktiv stehen. Ja? Und dann das Verbeugen, dann das Niederwerfen. Ja? Al-Hajj Malik Shabazz hat davon gesprochen, dass das Allerschwerste für ihn am Anfang war, dass er sich niederzuwerfen hatte. Das macht ja auch etwas mit einem. Diese Haltung. Wer sich in diese Haltung begibt, diese erzieht einen. Die lässt dann auch diese Gefühle der Demut in einem entstehen und ausdrücken können. Und dadurch, geehrte Geschwister, sagt Allah Ta'ala, können wir Kraft beziehen, Hilfe bekommen. Und wenn es uns schwer fällt, dann haben wir eine Schwierigkeit mit Khushu', mit dieser Demut. Und dann können wir daran arbeiten. Wir können mit den Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas uns beschäftigen. Was uns dann auch entsprechend unseres eigenen, unseres wirklichen Seins auch wieder klein macht. Wir können über unsere Fehler und Unzulänglichkeiten nachdenken. Ja, damit wir wieder dieses richtige Maß haben, eine realistische Selbsteinschätzung. Aber wenn wir meinen, wir brauchen nichts und niemanden und wir haben alles unter Kontrolle, dann wie sollen wir fasten? Wie sollen wir beten? Wie sollen wir Bittgebete an Allah Ta'ala richten? Wie sollen wir geduldig sein? Ja, weil der Ungeduldige, der denkt, der hat immer das Recht darauf, dass alles nach seinem Plan geht. Und sobald dann eine Planabweichung kommt, dann ist er empört. Ja, was soll das hier? Ja. Aber derjenige, der weiß, ich kann hier nichts kontrollieren. Alles, was kommt, ist erstmal ein Geschenk, wofür ich dankbar zu sein habe. Der kann auch leicht dieses Mittel des Betens, des Fastens, des Geduldigseins leichter als andere anwenden. Dann, geehrte Geschwister, ist es wichtig, und das ist ein Ratschlag Imam Maliks, Ibn Rajab al-Hanbali hat ihn auch näher ausgeführt, wir sollen uns nicht zu sehr in Diskussionen hineinbegeben. Wir informieren, aber wir lassen uns nicht in endlos Schleifen von Diskussionen verstricken. Denn wie die Gelehrten gesagt haben, das Herz wird dadurch erhärtet, ja? Die Absicht kann dabei auch getrübt werden, ja? Die Reinheit der Absicht kann dadurch verlieren, ja? An Reinheit verlieren. Und manche Menschen brauchen Zeit, um zu verstehen. Wer mir immer dabei hilft, radiallahu anhu, Abu Sufyan. Jemand, der den Propheten kannte, sallallahu alaihi wasallam, seit seiner Kindheit. Und der dennoch 21 Jahre gebraucht hat. Rechnet mal das in Tage um. Über 7000 Tage hat er gebraucht, um La ilaha illallah zu sagen. Und in dieser Zeit bekriegte er federführend, kontrollierend, ja, in Uhud und in der Grabenschlacht, sogar als Anführer, den Islam. Und dann nach 21 Jahren war es dann Abu Sufyan,
der sagen konnte, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Und Allah Ta'ala gab ihm für seine vergangenen Taten wundervolle andere. Ja? Er setzte sich in Hunain ein und in Yarmouk und in anderen wichtigen, großen Ereignissen zeigte er seine Liebe zu Allah Ta'ala. Aber er hat 21 Jahre gebraucht. Als jemand, der den Propheten kannte seit seiner Kindheit, subhanallah. Und wir erwarten, als jemand, der nicht so rein und sauber und überzeugend ist wie der Prophet, wir erwarten, dass jemand gleich nach 5 Minuten unsere Meinung übernimmt und dann gleich ein Aktivist wird in unserem Sinne. Wir müssen den Dingen auch Zeit lassen. Weil ansonsten sind wir ohne Not frustriert, geehrte Geschwister. Ja, und wir reden über Prüfungsmanagement. Ja. Und nun, geehrte Geschwister, Omar, radiallahu anhu, er war ein Psychologe gewesen. Ja. Der konnte in den Gesichtern lesen, wie in Büchern. Ein Gesicht war für ihn ein offenes Buch. Da kam jemand zu ihm aus dem Jemen und fragte nach dem Stein, nach dem schwarzen Stein. Und Omar sagte, radiallahu anhu, ich sah, wie der Prophet ihn berührte und ihn küsste. Und dann fing der Jemenite an, eigentlich kluge Fragen zu stellen. Es sind kluge Fragen, es sind wichtige Fragen, sie werden auch behandelt von den Gelehrten. Aber Omar sah die Psyche im Gesicht dieser Person. Er sagte, ja, und was ist, wenn ich davon gewaltsam abgehalten werde? Oder wenn die Masse einfach so groß ist, ja, dass ich ihn nicht berühren oder küssen kann? Ja, und dieses, und was ist, wenn? Ja, ara'aita, ara'aita, ara'aita. Und dann sagte Omar, ij'al ara'aita bil Yemen. Lass dein, und was ist, wenn, bitte im Jemen. Ja. Diese ganzen Prüfungen um uns herum, geehrte Geschwister, manchmal, wenn wir uns klug darauf vorbereiten auch, aber in unserem Herzen, ja, sind Zweifel und Ängste und Unsicherheiten, dann wird unsere Entschlossenheit dadurch befallen und geschwächt. Und das war das, was Omar in dieser Person gesehen hat, wie Ibn Rajab al-Hanbali auch erkannt und beschrieben hat. Ja. Er gab ihm diese Antwort, weil er sah, dass ansonsten diese Person ja, geplagt sein werden würde. Ja, von Zweifeln und was ist wenn und was ist wenn dies und was. Und solche Fragen hören dann auch nie auf. Ja. Es gibt übrigens eine gute Möglichkeit. Das ist mein Trick gewesen. Ihr haltet euch, also ihr verpasst den Stein und dann so früh es geht, haltet ihr euch an eine Mauer und lasst nichts zwischen euch und die Mauer kommen. Und dann ungefähr 3 Stunden später seid ihr am schwarzen Stein, inshallah. Bei mir hat es geklappt. Und ich bin mit niemandem in irgendeinen Konflikt gekommen, alhamdulillah. Ich habe einfach nur dafür gesorgt, dass mich niemand von der Mauer jeweils wegbringen konnte. Ja, das waren also 1, 2, 3 Wände lang müsst ihr einfach nur um jeden Millimeter kämpfen und euch nicht von der Wand wegbringen lassen. Das war meine Strategie, alhamdulillah, und die hat zum Erfolg geführt und dazu geführt, dass ich mit niemandem einen Konflikt hatte, alhamdulillah. Ja. Also lasst, und was wäre wenn, ja, lasst das in Frankfurt, lasst das in, ja, am besten schickt es auf den Mond. Jeder von uns braucht ein Projekt, an dem er jetzt arbeitet. Und was ist, wenn die AfD, und was ist, wenn dies, und was ist, wenn das, was ist? Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir in der Hand haben. Ja. Stephen Covey hat das auch in einem seiner Bücher, ja, 7 Wege zur Effektivität, beschrieben. Der Mensch muss sich auf seinen Wirkungsbereich konzentrieren. Das, was er machen kann. Wenn er auf das schaut, was darüber hinaus ist, dann wird er sich immer hilflos fühlen und ohnmächtig fühlen und nichts produzieren. Aber wenn man auf das schaut, was man machen kann, hey, dann erweitert sich auch dieser Wirkungskreis, ja, dieses Einflussspektrum. Und dann hat man Ergebnisse. Deswegen, und was ist wenn, ja, lasst das wo auch immer ihr es sein lassen wollt, aber nicht in euer Herz hinein. Nicht in euer Herz hinein. Zuerst mich selbst angesprochen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Geehrte Geschwister, wir werden
für die Selbstständigkeit der Gemeinde sammeln. Wir haben letztes Mal und vorletztes Mal vergessen, weil das zum Menschsein dazugehört. Deswegen sind vielleicht ein, zwei Scheine mehr bei euch im Portemonnaie und ihr wisst gar nicht, warum. Vielleicht deswegen, damit ihr Vergangenes dann aufholt, spendet von dem, was Allah Ta'ala euch leicht gemacht hat. Im Wissen, dass er es euch ersetzt und vervielfältigt. Ersetzt und vervielfältigt. Alhamdulillah. Geehrte Geschwister, ich habe investiert. Investiert in einen Moment, den ich hoffe, am Tag des Gerichts auf meiner Waagschale der guten Taten wiederzusehen. Damit ihr einen Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam niemals wieder vergesst. Habe ich investiert. Habe ich einen Schein rausgeholt und ja, investiert. Schaut auf diesen Stein. Ein Stein, oder? Hässlicher Stein. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, die Menschen sind wie Erz, wie Bodenschätze, so wie Gold und Silber. Ja? An-nasu ma'adin ka ma'adin al-dhahabi wal-fidda. Ja? Khiyaruhum fil jahiliyya, khiyaruhum fil islam, idha faqihu. Die Menschen sind also wie Bodenschätze, wie Erze, Metalle, Ressourcen. Die besten von ihnen in der Zeit vor ihrer Islamannahme sind auch die besten von ihnen im Islam, wenn sie die Religion richtig verstanden haben. Was bedeutet Prüfung? Prüfung bedeutet Druck. Prüfung bedeutet Hitze. Prüfung bedeutet, dass Eigenschaften deutlich werden. Hervortreten. Das Wort Fitna kommt auch vom Brennen, kommt vom Prozess, dass man Gold gewinnt in Reinform, dass man Silber gewinnt in Reinform, ja, von der Metallurgie, ja, von der Verhüttung. Und das, liebe Geschwister, ist so wundervoll, denn Allah Ta'ala durch Druck, durch Hitze, durch Prüfung, durch Lebenszeit, er kreiert Juwelen in uns an Charaktereigenschaften, ja. Und ein solches Juwel, geehrte Geschwister, habe ich euch aus Allahs Schöpfung mitgebracht. Subhanallah. Das ist Allahs Schöpfung. Subhanallah. Dieser Stein, er musste viel Hitze durchmachen. Er musste einiges an Druck durchmachen. Er hat das Licht der Sonne eine Zeit lang nicht gesehen und genauso auch nicht die frische Luft gespürt. Aber schaut, ja, was es in ihm erschaffen hat. Subhanallah. Lass uns nicht vergessen, an-nasu Ma'adin, die Menschen sind Bodenschätze. Und wir wollen unsere, ja, unser Gold, unser Silber, unsere Diamanten, unsere Rubine, unsere Smaragde, unsere, ja, was es nicht alles gibt, das wollen wir kennenlernen. Und wir wollen, dass es gebildet wird. Wir wollen die Herausforderungen Allahs, die uns niemals überfordern werden. Wir wollen keine Langeweile. Und da, wo uns die Prüfungen deutlich von Allah Ta'ala angeboten werden, wo wir merken, hey, wir werden gerade geprüft, dann sagen wir, hey, das ist genau der Grad an Hitze, den wir brauchen, genau die Stärke an Druck, die wir benötigen, ja, für genau die Zeit, ja, die wir im Backofen der Prüfung sein müssen, damit am Ende, ja, unsere wunderschönen Charaktereigenschaften deutlich werden, ja. Und das ist hässlich im Vergleich zu dem, was in euren Seelen ist, in euch schlummert, ja, weil das, was Allah Ta'ala im Menschen erschaffen hat an Möglichkeiten, ist bei weitem schöner als das, was er in seiner ansonsten materiellen Natur auch erschaffen hat. Ja Allah, du prüfst uns, weil du uns liebst. Lass uns dies stets bei uns behalten, O Allah. Und bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familienangehörigen, seine Gefolgsleute, die du alle auch sehr hart geprüft hast, damit du sie so wunderschön strahlen lassen konntest, weil du ihre wundervollen Charaktereigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale dadurch zum Funkeln gebracht hast, O Allah. Lass uns auch in diesen Fußstapfen
hineintreten und diesen wundervollen Weg gehen, den Weg der maßgeschneiderten Herausforderung. Lass uns dies annehmen, lieben und wertschätzen und helfe uns, dass wir deine Erziehung in uns spüren und lasse uns dein Licht weitergeben, O Allah, weiterreichen und rechtleite all diejenigen und inspiriere all diejenigen zu Gutem durch uns, in denen du Gutes siehst, O Allah, Allahumma Amin, und lasse uns von solchen Menschen auch inspiriert sein. O Allah, bitte vergib uns unsere Sünden, unsere Mängel, unsere Schwächen und lasse uns Tag für Tag, Stunde für Stunde uns dir nähern, O Allah, und den rechten Weg noch mit einer reineren Absicht gehen und von unseren Fehlern und Mängeln Abstand nehmen. Allahumma Amin. O Allah, bitte schenke uns eine harmonische Umma, die sich zusammensetzt aus harmonischen Gemeinden und Familien und Ehen, O Allah. Verheirate die Unverheirateten unter uns und bitte segne unsere Kinder und behüte unsere Älteren und lasse uns allesamt wirksam sein in deinem Sinne, im Sinne dieser wundervollen Religion, die du für uns auserwählt hast, den Islam. Allahumma Amin. O Allah, bitte unterstütze die Freiheitskämpfer auf ihrem Weg und speise die Hungrigen und tröste den Verzweifelten und schenke den Vertriebenen Rückkehr in ihre Heimat und eine zweite Heimat überall dort, wo sie sich jetzt befinden. O Allah, gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir gebeten hat und schenke uns Zuflucht vor dem, wo auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin.